Hallo und herzlich willkommen im Keller. Es ist Zeit für ein Dankeschön-Video. Inzwischen bin ich nämlich stolzer Besitzer und das freut mich wirklich tierisch. Und ich hatte jetzt auch genügend Gelegenheit, das Ding auszuprobieren. Das heißt, das Danke-Video kommt jetzt ziemlich spät. Aber das war wirklich was, da wollte ich erst rumprobieren. Und man kann ja auch nicht jeden Tag rumprobieren, also theoretisch schon. Aber da hatte ich jetzt eigentlich nicht die Zeit für. Und inzwischen habe ich aber genügend Experimente durchgeführt, dass ich wirklich sagen kann, also ich freue mich natürlich auch. Auch wenn es jetzt nicht so toll wäre, würde ich mich auch freuen. So ist das nicht. Aber nachdem ich jetzt ein bisschen rumexperimentiert habe mit diesem Ding hier, unter anderem auch auf dem Fahrrad, muss ich sagen, das da ist richtig toll. Und bei guten Lichtbedingungen, also bei wirklich hellem Tageslicht und naja, sagen wir mal wenig bewölktem bis wolkenlosen Himmel, und das langt ja schon an Anforderungen, also mehr Anforderungen würde ich an so ein kleine Sekundär- bis Tertiärkamera ja auch gar nicht stellen wollen. Da macht die richtig brauchbare Bilder und außerdem ist sie halt winzig. Ne? Das sieht jetzt so noch einigermaßen groß aus. Wenn man jetzt allerdings hier die Hülle abmacht, was gerade einen kleinen Moment dauert, dann ist die winzig und die wiegt gefühlt gar nichts. Mit Akku und mit Speicherkarte, beides, also zumindest Akku ist drin, Speicherkarte liegt gerade irgendwo zum Auslesen. Winzig, ne? Also verglichen mit meiner Spiegelreflex, die könnt ihr nicht sehen, die steht auf dem Stativ, ist das Ding natürlich. Also das ist halt von daher auch vor allen Dingen super praktisch, wenn man sich die so in diesem Zustand einfach in die Hosentasche steckt oder in die Jackentasche oder sonst wie und ein mitgeliefertes Tüchlein vielleicht griffbereit hat, falls man nach dem Transport einfach so in der Tasche kurz noch das Objektiv ein wenig sauber machen möchte. Dann habe ich da jetzt bisher eigentlich sehr positive Erfahrungen gemacht. Ich habe jetzt noch nicht so viel geübt, werde ich aber noch intensivieren. Und unglaublich praktisch, weil ich kenne mich, wenn ich durch die Gegend latsche und an irgendeinem Punkt komme, wo gerade was Interessantes ist, ja, ich kann dann schon die Spiegelreflex rauskruscheln. Aber das mache ich auch gerne an Punkten, an denen was Interessantes ist. Wenn nichts Interessantes da ist und ich einfach nur mal einen Zwischenbericht, Ben muss den Berg hochdackeln oder ähnliches abgeben möchte, wofür die Bildqualität von diesem Ding dann auch vollkommen ausreicht, dann ist das wirklich eine Mordsergänzung, gerade auf Touren wirklich unglaublich praktisch. Ich muss gestehen, ich habe mich mal ein ganz kleines bisschen schlau gemacht, was mag so ein Ding wohl kosten, damit ich nicht total peinlich berührt sein muss, falls es viel zu viel kostet. Und würde sagen, also als Geschenk immer noch extrem großzügig und vielen herzlichen Dank. Also wirklich ganz toll und ich hätte es mir auch nicht gekauft, weil ich nicht gewusst habe, was ich verpasse. Inzwischen, angenommen, die würde jetzt kaputt gehen, dann würde ich drüber nachdenken, mir nochmal sowas in der Richtung zuzulegen, weil es halt wirklich saumäßig praktisch ist. Aber relativ erschwinglich und dabei bei einer wirklich ordentlichen Qualität. Man sieht ja auch dann gerne mal die entsprechenden Videos, die mit so diesen extrem teuren GoPros, also diesen teuren China-Kameras, in China ist ja alles produziert, so ist das ja nicht, entsprechend gemacht werden. Und naja, also selbst beim Saki, ich meine, die Bildqualität reicht ja vollkommen aus, ist ja alles ganz super, ne? Völlig ausreichend, aber auch da entdecke ich noch einen Unterschied zwischen einer Spiegelreflex beispielsweise und einer Actioncam. Und das sind jetzt quer, ne? Und wenn dieser Unterschied immer vorhanden ist, dann sehe ich auch nicht ein, weshalb ich, also jetzt für mich, ich persönlich, würde dann auch gar nicht einsehen, mir eine super teure Actioncam zu kaufen. Weil die ist zwar schon nochmal deutlich besser als so eine kleine, einfache Actioncam, aber nicht so viel besser, dass es diesen enormen Preis dann doch rechtfertigen würde, weil für das Geld kriege ich ganz tolle Objektive für meine Spiegelreflex und das ist mir dann doch erheblich lieber. Ne? Ja, nochmal zu diesem Teil. Das ist eine Ape-Man, jetzt muss ich nachgucken, A66, ja, Action-Cam.
Was kann die? Naja, die macht im Grunde, also die kann theoretisch auch fotografieren und ansonsten macht sie vor allen Dingen Videos. Es gibt, ich glaube, die Möglichkeit 700, also theoretisch kann sie 1080p, steht hier drauf. Das würde ich aber gar nicht unbedingt benutzen wollen. Also ich glaube, für mich persönlich ist die Einstellung 720p, also von der Auflösung her wirklich ausreichend, weil ne, die sonstige Bildqualität von Kontrast, von Farben und so weiter und so fort, die ist jetzt nicht so toll, dass man unbedingt auf 1080p filmen muss. 1080p ist eine schöne Sache, wenn alles andere stimmt. Das ist das gleiche wie mit 4K. Um 4K, also diese ultimative Auflösung, für Videos wirklich sinnvoll nützen zu können, meiner Meinung nach, braucht man nicht nur irgendeine günstige Kamera, die als Special Feature 4K aufnehmen kann. Nicht, dass das jetzt was Schlechtes wäre, so ein Gerät. Aber wenn die nur 4K ums 4K willen als Werbegag sozusagen aufnehmen kann, dann ist das kein Mehrwert, weil es muss auch alles andere stimmen am Bild, damit es überhaupt besser aussieht, dadurch, dass die Auflösung super hoch ist. Ne? Wenn das Bild per se jetzt nicht unglaublich krass toll ist, dann ist die Auflösung auch zweitrangig. So sehe ich das zumindest. Und deswegen werde ich, glaube ich, mit dem Ding lieber in 720p, aber mit 60 Bildern pro Sekunde filmen. Weil ich finde, bei so einer Action-Cam, wie hat es ein erfahrener Kommentator so schön bezeichnet, wackeln, also tatterig beim Halten von solchen Kameras, ist nicht weniger, wenn man mit 60 Bildern pro Sekunde filmt, aber es ist schöneres Wackeln, weil während man ne, bei einer Wackelbewegung, wenn ich mit 60 Bildern pro Sekunde filme, dann habe ich diese Wackelbewegung in gefühlten 5 Bildern oder irgendwas gefilmt. Ne? Dann ist der Wackler, also der Ruck zwischen den einzelnen Bildern nicht so stark, als wenn ich in nur 3 Bildern filme, weil dann ist pro Bild so ein Ruck drin. Ne? Das Wackeln ist also weniger schlimm. Es wirkt trotzdem, also aus meiner Sicht, ne, wirkt das Bild trotzdem ruhiger, auch wenn es verwackelt ist. Und das ist mir mehr wert, als dass ich sage, ich muss unbedingt mit 1080p filmen. Ne? Und das ist so die Primärfunktion von diesem Ding, die ich also wirklich zu schätzen gelernt habe bei meinen bisherigen Tests. Funktioniert wirklich, wirklich gut auf dem Fahrrad. Die Tonaufnahme, haben wir vielleicht zum Teil auch schon gehört, ist, naja, man versteht mich. Längere Vorträge sollte ich vielleicht nicht unbedingt mit dem hier eingebauten Mikrofon halten, aber ist in Ordnung. Das ist schon mal okay. Es ist ja eh nur gedacht, also so werde ich es zumindest nutzen, für wirklich hier und da mal eine kleine Sequenz und eine wirklich kleine, also vielleicht mal eine Minute 30. Maximal. Kann mir nicht vorstellen, dass ich damit mal großartig was Längeres filmen würde. Da würde ich dann jedes Mal die Spiegelreflex rausnehmen. Und ich möchte mir schon angewöhnen, dass ich auch wirklich immer beides dabei habe, beziehungsweise teilweise auch nur die Spiegelreflex natürlich, wenn ich sowieso weiß, ich gehe in den Wald, komme hin und erzähle was. Da muss ich die Actioncam nicht mitnehmen, außer ich möchte vorher eine, wie Ben in den Wald läuft, um sich hinzuhocken, was zu erzählen, Szene drehen, die relativ für den Eimer wäre, weil da könnte ich quasi die gleiche Szene für so ziemlich jedes Video schalten. Das in den Wald laufen zum Hinhocken und was erzählen, bis auf ein paar Variationen in dem genauen Ort, wo ich mich hinhocke, findet das alles mehr oder weniger auch im Umkreis von 1 Kilometer am gleichen Ort statt. Also von daher. Ne? Aber gut, ich schweife ab. Was kann das Ding noch? Es hat hier noch diese lustige Hülle. Ne? Die haben wir schon gesehen eingangs. Die hat 6 Milliarden verschiedene Möglichkeiten an Befestigungsfüßen, die man da unten dran machen kann. Der hier zum Beispiel hat ein Stativgewinde und einen Bepper. Wozu der beides hat, weiß ich nicht. Das Stativgewinde, weiß ich, wofür ich es brauche, weil im Regelfall nutze ich auch dieses Ding zum Beispiel am Deppenzepter, also dem Selfie-Stick, wie der so schön heißt. Und dann ist ein Stativgewinde schon hilfreich. Und wenn man dann, also insbesondere auch hier mit der Hülle, dann auch irgendwie die Möglichkeit hat, an dieser Hülle ein Stativgewinde zu befestigen, dann reicht das für meine Zwecke. Was aber auch gehen würde, wäre eine auf den Hut klebt Kamera, ne? Also einfach so im Sinne von festkleben, weil da auch noch so Klebestreifen dabei sind.
Zubehör ist ein ganzer Batzen. Ich habe eine ganze Weile wirklich auch schon allein gebraucht, um mich überhaupt durch das Zubehör zu arbeiten, um auch nur im Ansatz festzustellen, wofür kann ich denn jetzt welchen Zubehörgegenstand verwenden, war eigentlich ganz witzig. Ich habe jetzt einen Großteil von dem Kram am Fahrrad montiert, weil man für eine Fahrradmontage, so wie ich sie mir vorgestellt habe, dann doch einiges von dem beigelieferten Zubehör gebraucht hat. Deswegen habe ich das jetzt gar nicht mehr hier in der entsprechenden Box. Da gibt es natürlich auch eine Pappschachtel dazu. Die Pappschachtel habe ich inzwischen böse weggeschmissen, aber viele Zubehörgegenstände habe ich noch. Das sind zum Beispiel ein paar Kabelbinderchen dabei, Kurzanleitung, längere Anleitung, sogar in halbwegs brauchbarem, was in Deutsch, ja, und erstaunlich gutes Deutsch, muss man ja heutzutage, ist ja nicht mehr selbstverständlich, und hier sind zum Beispiel noch so ein Stahlseilchen hier außen rum. Ich komme zu sehen, wenn man irgendwas so richtig gut befestigen möchte. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich damit genau machen soll. Das ist der Haken. In der Gebrauchsanweisung wird nicht wirklich aufgeführt, welches Befestigungszubehör für was gedacht ist. Aber ich denke schon, dass man zum Beispiel mit diesen Kabelbindern und diesem Zeug. Und dann sind hier so verschiedene Klemmerchen, die man dann halt quasi hier unten alternativ anbringen kann. Alle möglichen verschiedenen. Und was ich ganz toll finde, zum Beispiel zu dieser Hülle hier, gibt es auch Ersatzteile. Ne? Also das ist die Klappe für hinten. Die ist hier einfach nochmal drin. Einfach so, wenn die kaputt ist, wenn die weg ist, was auch immer da schief gehen sollte mit dem Ding, hat man noch ein Ersatzteil. Und vieles andere ist auch in Ersatzteilen eben entsprechend vorhanden. Und dann sowas und sowas. Das hier finde ich ganz lustig. Das ist ein... Ne? So ein Clip. Da könnte man sich theoretisch die Kamera auch irgendwie an die Kleidung klippen. Das ist natürlich dann krumm und schief, was dabei rauskommt am Bild. Und es gibt übrigens auch, ne, also weil so hat die ja kein Stativgewinde. Ups, ist der Akku leer. Akkuwechsel. Ne? So, also was ich sagen wollte, so hat sie ja kein Stativgewinde. Es gibt aber natürlich auch, damit man ja auch die Möglichkeit hat, Ton aufzunehmen, dieses Teil. Dieses Teil ist vielleicht das zweitwichtigste Zubehörding, was drin ist, neben der Box hier. Denn da kann man sie so rum, da entsprechend reinmachen. Und dann hat man kann auch auf der Rückseite den Monitor noch erkennen, der ist ziemlich klein, ne? Aber, oh Gott, ich mache das mal kurz an, spaßeshalber, damit ihr das mal kurz gesehen habt. Da, ne? Also, nur spaßeshalber ist es, ne? Man sieht ungefähr, worauf man drauf hält und in den meisten Fällen wird man das Ding wahrscheinlich sowieso so benutzen, dass man auf dem Monitor eh nicht drauf gucken kann. Zumindest ist es bei mir so, ich weiß ja nicht. Und jetzt könnte man theoretisch wie diesen Clip da hinten dran machen und dann kann man sich das Ding also theoretisch an irgendeinem Revers befestigen oder wenn man ein Hemd hat mit Hemdtasche oder irgendwie sonst wie, dann könnte man sich das da eben entsprechend dran machen. Natürlich fliegt das im Regelfall dann nach vorne weg, wenn das ein weiches Kleidungsstück ist oder an den Gürtel. An den Gürtel wäre noch eine Option und auf diesem Wege könnte ich mir theoretisch das Teil, habe ich mal überlegt, dass das doch potenziell gehen könnte, auch an den Hut stecken. Geht natürlich einfacher, wenn man den Hut nicht auf hat, aber das ist ja keine Option, wie ihr wisst. So, ne? So. Und ja, ne? Also das geht auch. Und da muss ich noch ein bisschen experimentieren. Also ein Hutcam-Video habe ich jetzt bisher noch nicht gemacht, so zum Testen, aber gehen tut das auch und das ist natürlich eine durchaus naheliegende und wichtige Funktion für mich. Also auch einfach ein tolles Spielzeug. Macht auch einfach irre Spaß, mit dem Ding zu experimentieren. Muss ich sagen. Also, kurz gesagt, herzlichen Dank und nach einigem Rumprobieren jetzt auch endlich das Video dazu. Nochmal kurz zu dem Case. Ich bin mir sicher, dass das absolut wasserdicht ist. Das ist der Grund, weshalb dieses Video jetzt so lange gedauert hat. Ich wollte eigentlich mal im Regen das Ding noch ausprobieren, weil auch nochmal so eine unglaublich nützliche Zusatzfunktion, also beziehungsweise
einer der praktischsten Aspekte, den dieses Gerät jetzt für mich hat. Ich kann auch endlich mal bei schlechtem Wetter ein paar Aufnahmen machen. Ne? Es hat mich jetzt rückwirkend in Schweden echt genervt, dass ich zum Beispiel von meinem Weg durch den Nebel über Schneefelder, wo ich überhaupt nichts vom Weg gesehen habe, in keinster Weise irgendwas dokumentiert habe, außer dass ich mal kurz an der Kamera dann erzählt habe, da war eben lauter Schneefelder. Also toll, das glaubt mir jetzt keiner. Wäre aber wirklich lustig gewesen, da mal ein paar Aufnahmen zu machen. Mit einer normalen Kamera, das hätte ich mir nicht getraut. Die hätte da echt zu viel Wasser gezogen. Mit dem Ding in dem Gehäuse wären scheiß Bilder gewesen, aber es sah da auch scheiße aus. Wäre also vollkommen egal. Von daher in Zukunft wirklich immer dann in solchen extremen Wettermomenten auch Aufnahmen machen zu können. Das ist einfach eine tolle Ergänzung und ich freue mich tierisch. Vielen herzlichen Dank und sorry nochmal, dass das so lange gedauert hat, mit dem entsprechenden Video dazu machen. Nur Ton ist nicht vorhanden, wenn es da in dem Gehäuse ist. Ne? Gar nicht. Das kannst du vergessen. Das musst du hinterher vertonen. Macht ja nichts. Macht überhaupt nichts. Gar nicht. Ich vertone ja ganz gerne hinterher. Das ist der einzige Haken, in Anführungszeichen, bei dem Gehäuse. Und das Putztüchlein sollte man tatsächlich auch mit sich führen, weil durch das ganze Rumgedorpsel an allem ist eigentlich alles ziemlich schnell ziemlich dreckig und insbesondere draußen. Und das Tüchlein ist im Lieferumfang enthalten, neben dem ganzen anderen Festschraub- und Festmachzeug. Und oh, es war sogar ein USB-Kabel dabei, also zum Laden. Ne? Ich habe davon gefühlt 20 Stück inzwischen, aber es ist immerhin, wer tatsächlich keins besitzt. Das war nämlich schockierend. Ich habe herausgefunden, dass meine Evelyn, die hat keins. Die hat kein einziges Micro-USB zu normalem USB-Kabel. Na, wie dem auch sei, danke und tschüss.